Das Wichtigste war natürlich schon einfach möglichst schnell alle wichtigen Menschen, also sprich die Mannschaft und das Trainerteam und alle Verantwortlichen außenrum kennenzulernen. Ich habe es damals mal so Speed-Dating genannt, weil das natürlich in kürzester Zeit vonstatten gehen muss, wenn man dann eine Woche später eigentlich schon an der Linie steht und eine Mannschaft coachen muss. Extrem schwierige Situation, wie ich meine. Man braucht auch nicht denken, dass man da schon in einen Prozentbereich kommt, wo man eine große Zufriedenheit an den Tag legt, weil am Anfang einfach Entscheidungen auch fallen, wo man sagt, okay, das muss man jetzt einfach aus dem Bauch heraus entscheiden, weil übers Kennenlernen und über die Kommunikation einfach viel zu wenig Zeit zur Verfügung stand, um tatsächlich fundiert auch eine Leistungsbeurteilung vorzunehmen. Also da kommt dann unheimlich viel aus dem Bauch heraus in der Situation. Wie viel Prozent von Ihnen stecken denn dann im allerersten Spiel schon in der Mannschaft? Boah, das ist eben genau unheimlich schwierig zu sagen. Also habe ich auch damals erwähnt, dass man jetzt nicht denken kann, da ist jetzt schon 80% Achim Beierlotzer dabei. Ganz im Gegenteil. Also in dieser kurzen Zeit von einer Woche, ich sage mal, vielleicht sprechen wir über 30%, über 40%, aber mehr eigentlich noch nicht.